Salam alaikum, liebe Geschwister. Wir waren bei der Khutba von Amirul Mu'minin über die Gottesehrfürchtigen und sind zu dem Thema gekommen, wo es über die Wahrheit geht und die Wahrheit zu sprechen. Und das Bedeutende ist jetzt, das ist wirklich sehr bedeutend, dass die erste Beschreibung, die Amirul Mu'minin, Imam Ali alaihi salam, über die Gottesehrfürchtigen in der Hauptpredigt nennt, in der Essenzpredigt, ist ihre Sprache es treffend? Und ehrlich jetzt, Hand aufs Herz, wirklich Hand aufs Herz, was ist das Geheimnis in der Wahrheit der Sprache bzw. die Wahrheit zu sprechen? Dass der Befehlshaber der Gläubigen, alaihi salam, dies als erste Eigenschaft der Gottesehrfürchtigen erwähnt. Und das ist eine gute Gelegenheit. Also es ist wirklich, es ist, wenn man wirklich darüber nachdenkt, das ist das Erste, was er sagt und sagt, das sind die Merkmale der Gottesehrfürchtigen. Und das Erste, was er sagt, ist, man muss die Wahrheit sprechen. Ein Gottesehrfürchtiger lügt nicht. Es geht nicht, dass ein Gottesehrfürchtiger lügt. Das geht einfach nicht. Und deswegen möchten wir uns auch die Wahrheit der Sprache und das Lügen im Koran anschauen. Gott, Azza wa Jal, sagt im Heiligen Koran über die Wahrhaftigkeit und das Vermeiden von Lügen. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen. Surat Tauba, Vers 119. Und wir wollen heute nur diese zwei Verse besprechen. Und Lügen ersinnen ja nur diejenigen, die nicht an Allahs Zeichen glauben. Das sind die wahren Lügner. Surat An-Nahl, Vers 105. Und wie man sehen kann, verbietet Gott nicht nur zu lügen und folglich natürlich auch die Wahrheit zu sprechen, weil wenn du nicht lügst, sagst du ja die Wahrheit oder du bist einfach stumm, sondern er befiehlt ihnen vor allem, wahrhaftig zu sein. Also er sagt nicht, lügt nicht und fertig, sondern nein, sagt die Wahrheit. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel einen Imam, einen Führer, einen Freund, einen Lehrer, einen Mitreisenden, einen Kollegen, einen Ehepartner aussuchen möchte, muss man darauf achten, in jeder Hinsicht Menschen kennenzulernen, die ehrlich sind. Das ist das Wichtigste überhaupt, denn es wurde als allererste Eigenschaft des Imams erwähnt über die Gottesehrfürchtigen. Imam Sajjad, Imam Zain al-Abidin alaihi salam, sagte, vermeide die Gesellschaft eines lügenden Menschen, denn er ist wie ein Trugbild, das dir das Ferne näher bringt und das Nahe weit von dir erscheinen lässt. Aber der andere Vers, der zweite Vers, der erwähnt wurde, enthält eine sehr schwere und warnende Botschaft. Und das ist die, dass das Lügen Unglaube an der göttlichen Offenbarung zeigt. Also wenn du lügst, sagst du, dass du nicht an Gottes Zeichen glaubst, dass du nicht an Gottes Offenbarung glaubst. Und wie viele Menschen gibt es draußen? Es gibt so viele Menschen draußen, die sich so gläubig sehen, die sich als die gläubigsten Menschen sehen, die ersten Monotheisten sehen, im Universum betrachten. Jedoch können sie ganz leicht lügen. Man hat sowas sehr oft gesehen, dass jemand zum Beispiel Wallah sagt oder ich schwöre auf Gott, ich schwöre auf Koran, ich schwöre auf den und den und den und den. Und dabei ist es gelogen. Also es ist schon eine Angewohnheit geworden, dass man Wallah sagt und danach eine Lüge erzählt. Leider Gottes. Und wie sind die Nachlässigen oder diese sind die Nachlässigen, dass sie Gottes Offenbarung somit als Lüge bezeichnen bzw. diesbezüglich ungläubig sind. Und mögen wir nicht von diesen Menschen sein, wenn es keinen anderen Grund wie diese beiden Koranverse geben würde, würde es alleine schon ausreichen, dass der Imam die Wahrheit zu sprechen, als erstes erwähnt hat. Und das reicht schon aus, dass das ein Zeichen der Gottesehrfürchtigen ist. Und es gibt viele Überlieferungen. Ich musste sehr viele kürzen aufgrund der kurzen Zeit, die wir miteinander haben. Jedoch möchte ich einige gleich erzählen. Die Frage ist nur, warum lügt ein Mensch? Also warum lügt man? Das ist, wenn man darüber nachdenkt, ich habe eine Zeit lang sehr darüber nachgedacht und man muss sich Gedanken machen, warum lügt einer? Hat er Angst? Wovor fürchtet er sich? Also, was passiert denn, wenn man die Wahrheit sagt? Was sind denn die Konsequenzen?
Und solch eine Person, wirklich, wenn sie nicht Hilfe bei dem Koran und der Ahlul Bayt sucht, muss sie zum Psychiater gehen oder vielleicht sogar das alle drei sogar. Weil eine lügende Person, das macht alles kaputt. Es kann Familien zerstören, Ehen zerstören, die Erziehung der Kinder zerstören, die Kinder selbst zerstören, Freundschaften zerstören, Arbeitsverhältnisse zerstören. Das macht alles einfach kaputt. Am Ende kommt es sowieso raus. Und wenn man in einer Lüge drinne ist und man damit vielleicht konfrontiert wird, weil die vielleicht nicht so gut gelogen war oder weil man sich ein bisschen dumm angestellt hat, da muss man eine weitere erdichten. Und noch eine weitere, weil da immer wieder offene Fragen sind. Und da muss man immer weiter lügen, weiter lügen. Am Ende muss man sogar Wallah sagen. Also muss man nicht. Die sehen sich, dass sie Wallah sagen müssen, weil sonst ist alles kaputt geht. Und dann weiß man, dass diese Person ein Lügner ist. Am Ende muss man sogar schwören oder schwören diese Person, damit sie diese Lügen aufrechterhalten. Jedoch aber, wenn sie einfach die Wahrheit sagen, okay, es gibt vielleicht dann schlechte Konsequenzen, aber es ist besser für dich. Weil im Umkehrschluss, wenn man gelogen hat, lügt man weiter. Und nochmal, und nochmal, nochmal. Ich kenne Menschen, wirklich, die aufgrund, es hat angefangen mit einer Lüge, mit zwei Lügen. Die Menschen kommen ja zu einem und erzählen ja ihre Sorgen und Probleme. Und es ging weiter mit, es wurden immer mehr Lügen erdichtet und hinter dem Rücken Dinge getan, dass Personen ihr Kopftuch abgenommen haben, aufgehört haben zu beten. Sie waren so tief in der Lüge, sie kamen nicht mehr klar. Sie haben sogar Alkohol getrunken. Sie haben die schlimmsten Sachen gemacht. Aufgrund nur vom Lügen. Schauen wir aber, was die Überlieferungen diesbezüglich sagen. Also ich habe einige nur ausgewählt. Es sind sieben Stück. Einige sind kurz, einige sind etwas länger. Imam Zain al-Abidin alayhi salam sagte, der beste Schlüssel zum Öffnen von Dingen ist Ehrlichkeit und Korrektheit. Und das beste Ziel ist es, danach handeln und es diese Korrektheit auch zu erfüllen. Imam Baqir alayhi salam sagte, Lügen zerstört den Glauben, so wie das Beispiel oder die Beispiele, die ich eben auch erwähnt habe. Amirul Mu'minin a.s. sagte, ein Diener wird den Geschmack des Glaubens nicht schmecken, bis er die Lüge aufgibt. Ob es jetzt ernst ist oder als Witz gemeint ist. Ja, man soll auch keine Witze erzählen, die gelogen sind. Es wurde von Imam Kasim a.s. berichtet, dass er zu einem Mann unter ihren Gefährten sagte, O du, also ja, Fulan, du, fürchte Gott und sage die Wahrheit, auch wenn sie dich anscheinend zerstören wird, jedoch tatsächlich deine Erlösung darin liegt. O du, fürchte Gott und verlasse Falschheit, also verlasse das Falsche, Batil, auch wenn anscheinend dein Heil darin ist, weil tatsächlich deine Zerstörung darin liegt. Und wenn wir die Beispiele, auch die ich vorhin erwähnt habe, auch mit diesen Überlieferungen, die eins zu eins perfekt darauf passen, anschauen, sehen wir, dass wirklich dieses Lügen einen Menschen dazu bringt, so zu werden, leider Gottes. Amirul Mu'minin alayhi salam sagte, Wahrhaftigkeit rettet dich, auch wenn du dich vor ihr fürchtest. Hab keine Angst, die Wahrheit zu sagen. Hab keine Angst. Es kann sein, dass vielleicht darauf etwas Falsches passiert, also etwas nicht Schönes passiert. Wenn das passiert, du kannst vielleicht deinen Job verlieren, du kannst vielleicht deine Ehe verlieren. Es ist immer noch besser, als deinen Glauben zu verlieren. Alles ist besser, als deinen Glauben zu verlieren. Auch wenn man so zum Beispiel schlimmere Dinge verlieren könnte, jedoch wäre alles besser, als seinen Glauben zu verlieren. Wir reden jetzt nicht von einer Notlüge, also Taqiyya, wenn dein Leben in Gefahr ist und du davor bist, dass sich irgendjemand dir was, dass jemand was antut oder so. Also dass dein Leben wirklich in Gefahr ist und du davon sterben könntest, das ist dann eine andere Sache. Aber wir reden hier von den alltäglichen Dingen. Der Prophet, sallallahu alaihi wa alihi, wurde gefragt, kann ein Gläubiger ein Feigling sein? Er sagte, ja, das ist möglich. Es kann sein. Dann wurde er wieder gefragt, kann ein Gläubiger geizig sein? Ja, das ist auch möglich. Und dann wurde er gefragt, kann ein Gläubiger ein Lügner sein? Dann sagte der Prophet, nein, das geht nicht. Und die letzte Überlieferung, über die wir heute sprechen möchten, ist, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa alihi, ihr zu Hause könnt gerne ein Salawat machen für den Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Er sagte, wenn ein Gläubiger ohne Entschuldigung lügt, also die Entschuldigung, die ich vorhin meinte, zum Beispiel, wenn dein Leben in Gefahr ist, wenn du lügen solltest ohne Entschuldigung, werden diese Menschen 70.000 Engel verfluchen
und ein schlechter und übler Geruch wird aus seinem Herzen kommen, bis er den Thron Gottes erreicht. Und so dass die Träger des Thrones Gottes ihn verfluchen. Und Gott schreibt für diese Lüge ihn 70 Ehebrüche auf, also 70 Mal Sinne und Zucht. Von denen der einfachste ist, also die einfachste Art davon, ist jemand, Gott bewahre, welcher mit seiner eigenen Mutter Unzucht begangen hat. Und wenn man darüber nachdenkt, wie krass wirklich diese Überlieferung ist und wie schlimm das Lügen ist, also die Überlieferung ist nur wie krass die Sünde der Lüge ist. Deswegen sollten wir wirklich versuchen, uns von sowas auf jeden Fall fernzuhalten, niemals in die Richtung von Lügen gehen und versuchen immer die Wahrheit zu sprechen, auch wenn sie gegen uns ist. Auch wenn die Lüge gegen uns ist, sie ist besser, als dass wir unseren Glauben verlieren könnten. Es kann einer sagen, ich habe gelogen, aber ich bin immer noch gläubig. Jedoch aber, du weißt nicht, was mit dir, Yawmul Qiyamah, passiert und wie du auferstehen wirst und wie dein Grab sein wird. Deswegen haben wir uns von Lügen fernzuhalten und immer daran zu halten, die Wahrheit zu sprechen. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjil farajani Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa Thank you.